Ich bin der Flamur Schale von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 6410 und gebe Online-Mathe-Unterricht. Wenn ich schon bei der Aufgabe bin, dann wollte ich das noch ganz kurz also über die Vektorgeometrie lösen, einfach damit wir das auch noch gerade gesehen haben. Dann sehen wir hier nochmal den Satz des Pythagoras. Also für Distanzberechnungen. Satz des Pythagoras ist eigentlich eine Distanzberechnung. In zwei Dimensionen. Oder im zweidimensionalen, ja. Und wir haben jetzt gesehen, das kann man auch im dreidimensionalen verwenden. Und ich wollte jetzt das noch über die Vektorgeometrie aufzeigen. Auch dort sehen wir mehr oder weniger nochmal die Herleitung, ja. Ja, man sieht es ja. Gut, jetzt gehen wir davon aus, dass wir hier hinten, ganz hinten im Ecke oben, den Ursprungspunkt haben, ja? Also, wenn ich das so vorstelle, wir haben hier in einem Raum, in einem Zimmer, gehen wir an der Ecke von einem Zimmer unten dran und bezeichnet, ja, also in einem Raum sind ja immer drei Kanten, wo von dem Punkt aus beziehungsweise sind immer drei Kanten, die diesem Punkt zusammenkommen. Den einen davon bezeichnen wir als x, den anderen als y. Die eine Kante, ja, und die andere Kante als y. Und die Kante, die nach oben geht, die bezeichnen wir als z. Und so wird ein Raum beschrieben, ja, x, y und z, fertig. Der Ursprungspunkt, der ist die Ecke dort hinten. Jetzt müssen wir herausfinden, die drei Punkte A, B und C, wo stehen die eigentlich im Raum? Ja? Wir sehen, der Punkt B, der steht hier, ja, wenn wir jetzt an dieser Wand hochgehen würden, dann steht der Punkt B irgendwo hier an dieser Wand oben. Der Punkt A, der steht hier etwas weiter vorne im Raum, aber ist, ja, also der steht nicht hier an dieser Wand hinten dran, sondern ist von dieser Wand hinten entfernt, ja, der kommt zu uns. Der hier, der steht hingegen hier richtig auf dieser Wand, ja. Und dann nehmen wir hier noch den Punkt C und der steht hier. Der steht irgendwo da vorne. Jetzt können wir das Gefühl haben, ja, der steht doch hier am Boden. Gemäss Zeichnung. Nein, der steht hier in der Luft. Ja. Und das sind unsere drei Punkte A, B und C und die verbinden wir miteinander. Da hinten ist der Punkt A, da vorne ist der Punkt C und da oben an der Wand ist der Punkt B. Und so ist also das Dreieck hier in der Luft aufgespannt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die drei Punkte, also uns überlegen, ja, welche Koordinaten haben denn die drei Punkte. Ja? Da haben wir den Punkt A, B und den Punkt C. Um zum Punkt A zu gelangen, ja, da müssen wir ja mal drei weg von der Wand gehen, also von unserem Ursprungspunkt drei vorne laufen, drei Schritte, nachher geht es 8 Schritte nach rechts über und dann geht es 2 Schritte hoch. Also 3 in Richtung X, 8 in Richtung Y und nach Z geht es 2 drauf. Um zum Punkt B zu kommen, da laufen wir. Ja, der Punkt B, der ist auch 3 entfernt von der Wand hin oder vom Ursprungspunkt. Also laufen wir in Richtung X 3 Schritte. Nach Y bewegen wir uns gar nicht. Und nachher zum Z rauf. Ja, da geht es 4 Schritte nach oben. 304. Das sind, also so findet man dann den Punkt B, ja, wenn man 3 Schritte am X entlang sich bewegt, 0 in Richtung Y und nach oben 4 Schritte. Und dann haben wir noch den Punkt C. Der Punkt C, der befindet sich bei 343. Also wir laufen so 3 in Richtung X. 4 in Richtung Y und noch eine 3 drauf. 3, 4, 3. Um jetzt die Distanzen von den einzelnen Punkten zu berechnen, bilden wir einen Vektor. Wir nennen den einen Vektor C von C nach A. Ja, das ist unser Vektor von C nach A. Das ist ja gleichzeitig die Distanz Y. Ja. Und wie kommen wir von C nach A?
indem man eben die Koordinaten vom A nimmt, also 3, 8 und 2, und von ihnen jeweils die Koordinaten vom C abziehend, 3, 4 und 3. Ich zeige es euch nachher gerade, was das bedeutet. Da haben wir 0, 4, und der letzte Punkt ist 2, genau minus 1. Das heisst, um vom Punkt C zum A, um vom Punkt C zum A zu gehen im Raum da unten, ja? Oder da oben. So lautet die Wegbeschreibung folgendermaßen: Beweg dich auf dem X 0 Schritt. Auf dem Y bewegst du dich 4 Schritte, das heisst, da geht es nach rechts raus, das erste Mal 4 Schritte, ja? 4 Schritte da raus, rechts. Das ist da. Da ist der Punkt C, da ist der Punkt A irgendwo. Das heisst jetzt, also 0 Richtung X, da in die Richtung 0. Aber dafür 4 Schritte nach rechts. 4 Schritte nach rechts und 1 Schritt nach oben. Das heisst, wir müssen den Punkt irgendwo da unten einzeigen. Da ist dann der Punkt A. So kommen wir von C nach A, ja. 4 Schritte rechts, einer nach oben. Das ist ein Vektor. Ja, das ist nur eine Richtung. Das sagt uns nur die Richtung. Wo wir starten, das ist ein anderes Thema. Gut, und jetzt müssen wir die Distanz berechnen. Jetzt haben wir mal den Vektor erstellt, ja. Und jetzt kommt die Definition, wie man bei einem Vektor Distanz berechnet. Das sieht so aus. Nehmen wir hier einen Vektor. Ja, die Vektorlänge jetzt. Und die wird eben genau so berechnet. Höhe im Quadrat plus Breite im Quadrat plus Tiefe im Quadrat. In dem Fall minus 1. Ja, Tiefe, wie weit gehen wir nach hinten? Oder kommen wir nach vorne? Nach hinten gehen ist minus, nach vorne kommen ist plus. Aber im Quadrat löst sich das auf. Dann haben wir hier 0 Quadrat. Das ist eigentlich 0. 0 mal 0 ist 0. Plus 16. Plus. Ja, 16. Habe ich jetzt das richtig berechnet? Das ist jetzt auch noch eine Frage. Ja? Von C nach A. 3, 4. C nach A, dann nehmen wir 3, 8, 2 minus 3, 4, 3, ja. Und dann habe ich hier jetzt Wurzel von 17. Das hatte ich vorhin nicht einmal gehabt, also habe ich hier irgendetwas falsch berechnet. Ich muss gerade noch mal schauen, woran das liegt. Der 3 minus 3. Also von C nach A. Der Punkt C, der hat die Koordinate, ich schaue noch mal nach. Also welche Punkte haben wir da? C und A. Punkt A, der hat die Koordinaten, der kommt 3 nach vorne, geht 8 nach rechts und der geht nur 2 Meter hoch. 3, 8, 2. Das ist der Punkt A. Das stimmt schon. Und der Punkt C, der sieht folgendermaßen aus. Der geht 6 nach vorne, 2, 4 nach oben. Ah, da müsste ich vorne dran 6 schreiben. Beim Punkt C. Im Punkt C ist 3 nicht richtig, sondern es ist 6. 6, 4 und 3, darum haben wir dann hier oben beim C 6 minus 3. Gut. Also haben wir hier nicht 0 im Quadrat, sondern 3 im Quadrat. Ich zeige es nochmal kurz auf. Ja, also 6 minus 3, dann haben wir hier. Dort ist der Fehler, das ist in Ordnung so. Dann haben wir hier also 6 minus 3 gleich 3, 4 und minus 1. So sieht der Vektor aus. Also vom Punkt C zum A zu gelangen, müssen wir 3 Schritte. Ja, wenn jetzt hier nochmal unser Ursprungspunkt ist und da unser C ist, dann müssen wir 3 Schritte nach vorne uns bewegen, 4 Schritte nach rechts und 1 Schritt drauf. Und dann sind wir beim Punkt A. Achtung. Das steht also so im Raum. Drei acht zwei minus sechs vier drei. So sieht das aus. Wir müssen nach hinten uns bewegen. Also noch einmal.
um von Punkt C zum Punkt A zu gelangen, bewegen wir uns minus 3 Schritte, also Gegenrichtung vom x, 4 nach rechts und nachher noch einen Schritt drauf. 1 drauf. Und dann sind wir beim Punkt A. So sieht der Vektor aus. Und von dem berechnen wir jetzt die Distanz. Gut, jetzt, haben wir mal, jetzt stimmen wir mal die Koordinaten von diesen drei Punkten und jetzt kann man dort die Distanz berechnen. Also die Distanz, die ist dann C nach A, also wird dann folgendermaßen berechnet. Man nimmt den Richtungsvektor unter die Wurzel, Quadrat, also jede Komponente ins Quadrat nehmen. Und das ist dann eben genau die Definition für den Pythagoras im Dreidimensionalen. Wir nehmen hier die Höhe im Quadrat, Breite im Quadrat plus Tiefe im Quadrat. Und dann nehmen wir hier minus 3 im Quadrat ist einfach 3 im Quadrat, also 9 plus 16 plus 1. Und jetzt stimmt's. Jetzt haben wir 26 unter den Wurzeln und dann sind wir auch schon beim Resultat von 5,099. Und mit dem haben wir das auch. Gut.